Ich bin wirklich sehr berührt davon, dass diese Kandidatur nicht einfach nur ein normales politisches Geschäft war, sondern dass mit meiner Kandidatur viele Fragen nach Orientierung aufgebrochen sind. Mein Thema war ja Freiheit als Verantwortung. Und dass dieses Thema sowohl in den grünen Milieus wie in den sozialdemokratischen, wie auch darüber hinaus bei Menschen, die sich bislang mit Politik wenig beschäftigt haben, gezündet hat, das ist eine große Ermutigung für mich. Und insofern sind auch die Unterstützer, die jetzt an unsere Seite getreten sind, ein Geschenk für dieses Land. Und ich hoffe, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren und dass wir weiter dranbleiben, uns dafür zu interessieren, was in dieser Demokratie passiert. Ja, das werde ich tun wie bisher immer. Ich gehe unter die Bevölkerung, lasse mich einladen zu Lesungen und Vorträgen. Ich bin an unterschiedlichsten Stellen, manchmal in Verbänden, in Unis, bei Volkshochschulen, manchmal in Schulklassen. Also das läuft die ganze Zeit, das werde ich auch weitermachen. Ob es darüber hinaus gelingt, dieses, was jetzt als Suchbewegung etwa im Netz gestartet ist, was passiert mit unserer Demokratie und wie können wir besser dafür sorgen, dass die Regierten und die Regierenden miteinander sprechen? Ob uns da etwas Neues einfällt, da müssen wir miteinander reden. Und da sammle ich auch Ideen und würde dann natürlich dabei sein. Bevor ich ihm etwas wünsche, kriegt er meine Glückwünsche. Er ist der Bundespräsident aller Deutschen und ich bin sicher, dass ihm dieses Amt gefällt, dass er es wollte und dass er diesen Menschen, die so verunsichert sind durch den schnellen Abschied seines Vorgängers, auch wieder Hoffnung gibt und Zutrauen in die eigene Kraft. Deutsche aus Ost und West haben eine Menge an Erfahrungen, auch aus schwierigen Situationen. Und sie werden aktuelle Krisen, sei es international verursacht oder durch problematischen Start einer Koalition, sie werden das besser meistern als Ermutigte und nicht als Ängstliche. Und der Angst zu wehren und Menschen zur ermutigen, das ist eine der Aufgaben, die jetzt vor ihm stehen. Und da wird es viele geben, die da auch an seine Seite treten und mit ihm zusammenwirken wollen.